Herzlich willkommen bei Supplementa kocht. Ich bin Luisa. Und ich bin Sophie. Heute machen wir Rührei aus Kürbiskernen. Die haben wir über Nacht einweichen lassen, die Kürbiskerne. Man kann die aber auch eine Stunde nur einweichen lassen. Das sollte ausreichen. Hier haben wir einmal Kurkuma-Pulver und Zwiebelpulver. Und hier haben wir schwarzes Salz. Kala Namak auch genannt, genau. Das hat diesen Eigeschmack. Diesen Eigeschmack, genau, so ein schwarzes Salz aus Indien. Könnt natürlich auch normales Salz benommen, aber mit dem Salz, normales Salz nehmen, aber mit diesem Salz schmeckt es halt dann wirklich wie, ja, so ein bisschen wie Ei, wer es mag. Genau, und der Star sind eben die Kürbiskerne und man kann sich das noch gar nicht richtig vorstellen. Man muss dazu sagen, es wird tatsächlich auch ein bisschen grün, die ganze Geschichte. Wenn man es schafft, kann man die Schale so ein bisschen abmachen, aber das ist eine sehr aufwendige Sache, deswegen haben wir es nicht gemacht. Und genau, das geben wir jetzt einfach hier in den Mixer. Luisa kann sich das auch noch nicht so ganz vorstellen, aber nee, also ich habe es selber euch, noch nicht gemacht. Das ist richtig, aber Sophie meinte, das ist richtig das ist krass. Gut. Das ist echt krass. Genau, jetzt machen wir hier das Salz mit rein, dann Kurkuma mit rein für die Farbe, aber aus erfahrungstechnisch macht es nicht ganz so einen Unterschied, weil das Grün halt einfach überwiegt. So, hier unsere Gewürze drin. Riecht auf jeden Fall nach Ei. Sobald du das mit Wasser vor allem mischst, dann kommt dieser Schwiegeruch. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Wasser mit rein. Und dann mixen wir das Ganze. Und dann wird es quasi wie Rührei in der Pfanne gebraten. Sagt man da gebraten? Ich glaube schon. Gebraten, ja. So. Mixen wir das mal gut. So. Jetzt haben wir das gemixt. Jetzt sieht es schon anders aus als vorher. Seht ihr schon? Also wie gesagt, es ist nicht wirklich gelb, aber es ist, es geht ja auch eher so um Geschmack. Aber es ist krass, wie das riecht, gell? Mhm. So, jetzt haben wir hier wieder unsere Keramikpfanne. Die wir wieder erhitzen. Nicht auf volle Hitze bei den Keramikpfannen, sondern eher so mittlere Hitze. Und genau, und da geben wir das jetzt quasi rein und dann dauert es ein bisschen, dann muss man es einfach so ein bisschen erhitzen und dann stockt es quasi so wie Rührei auch. Genau. Du bist noch, ich weiß, du bist noch am Zweifeln, aber es wird gut. Glaub mir. Ja, ich glaube. Wenn man so von der Farbe ein bisschen absehen kann, dann dann ist es echt krass. Also die Konsistenz, ich war total begeistert. Und es ist halt cool, Kürbiskerne haben ja mega viel, auch Magnesium, Zink und so weiter. Die haben viel gut verwertbares Protein, genau. Gibt ja auch zum Beispiel Kürbiskern-Proteinpulver. Und so ist es halt irgendwie eine coole Art und Weise mal. Also die Konsistenz sieht man schon. Ja, ich sag dir. Warte mal noch ab, bis es richtig stockt. Richtig geil. Ja, also für die, die natürlich das mögen, ne? Es gibt auch manche Menschen, die mögen gar keinen Eigeschmack oder so, aber ich finde es schon geil, so als Frühstück mal so aufs Brötchen. Mm. Wir haben ja auch ein cooles Rezept für Linsenbrötchen auf dem Kanal. Genau, kann man das schon gut machen. Genau, und jetzt sieht man schon so langsam, dass es so ein bisschen anfängt langsam heiß zu werden. Genau, immer schön ein bisschen rühren halt und dann, ich würde sagen, es dauert so, ja, wahrscheinlich schon so 5 Minuten, bis es dann richtig gestockt ist und fertig ist. Genau. Das machen wir jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, nach so 5 bis 10 Minuten sieht das Ganze dann so aus. Also ihr seht, es ist jetzt schon hier richtig gut gestockt und die Flüssigkeit verdunstet und es hat jetzt wirklich so ein bisschen diese, ja, Rührei-Textur, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde sagen, dann können wir es jetzt auch gleich schon mal auf dem Teller machen. Machen wir mal kurz aus. Ihr könnt natürlich jetzt noch ein bisschen nachwürzen mit ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, je nachdem, was ihr mögt. Und natürlich dann auch vielleicht ein bisschen frischen Schnittlauch oder sowas drauf geben. Genau. So, ich mache mal ein bisschen was drauf. Die Luisa hat es, wie gesagt, noch nicht getestet. Schauen wir mal. Okay. Genau. Unsere grüne Pfampe hier. Na, dann testen wir es jetzt mal, ne? So aufpassen, es ist, glaube ich, richtig heiß. Ich bin gespannt. Also, du musst daran denken, es ist halt das Kürbiskern, ne? Also schon. Doch, krass. Das ist echt gut. Es schmeckt schon krass, finde ich. Ja, wie Rührei. Das ist richtig gut. Also, es schmeckt wirklich sehr wie Rührei. Ja?
Das schmeckt gut. Ja. Okay, cool. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Also müsst ihr unbedingt mal das nachprobieren und lasst uns am besten wissen, wie es euch geschmeckt hat, euch gefallen hat. Und wenn ihr Wünsche habt, lasst uns das auch in den Kommentaren unten wissen. Freuen wir uns immer sehr. Brot schmeckt das, glaube ich, gut. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Das testen wir jetzt auch nochmal auf unseren Linsenbrötchen. Genau, und die findet ihr auch auf dem Kanal, wie gesagt. Und genau, dann freuen wir uns aufs nächste Video. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.